Guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BM Sport News. Dass Julian Nagelsmann jetzt nicht mehr Trainer bei den Bayern ist, das müsste mittlerweile jeder mitbekommen haben. Der neue Trainer Ben Masterful wurde bereits auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Die Highlights dazu jetzt nur bei BM Sport News. Wie wirst du die Mannschaft spielen lassen? Werden noch neue Spieler verpflichtet? Tja, wie werde ich die Mannschaft spielen lassen? Also ich spiele generell auf den großen Plätzen. Also ich habe ja auch schon jungen Mannschaften trainiert. Da haben wir noch auf dem kleinen Platz gespielt mit 7 Feldspielern. Also 8 Spieler, 7 Feldspieler, ein Torwart. Und jetzt auf dem großen Feld mit 11 Spielern werde ich im 4-3-3-System spielen. Das Ganze offensiv und breit aufgestellt. Das ist so meine Offensivausrichtung, meine Spielphilosophie. Näheres dazu werden wir sicherlich, werdet ihr die nächsten Tage noch erfahren. Und ob noch neue Spieler verpflichtet werden, ist natürlich auch eine gute Frage. Eine gute Frage, eine wichtige Frage. Ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Also ich werde gleich erstmal auf die Mannschaft stoßen, noch nicht auf alle. Es ist ja auch gerade jetzt die Urlaubszeit erstmal vorbei. Ich weiß auch nicht, ob alle da sind. Ich weiß auch nicht, ob die Neuzugänge schon da sind und ob alle Abgänge schon weg sind und wie es in der Jugend aussieht, wie es im Amateurbereich aussieht. Das muss ich mir alles erstmal anschauen und ich habe gar nicht so viel Zeit. Und dann startet auch schon die Bundesliga. Es ist gefühlt, es sitzt ja nur noch ein paar Tage. Nein, es sind schon noch ein paar Wochen, aber ja, wir haben viel zu tun, wir haben viel Arbeit. Ich weiß überhaupt nicht, wie man im Profibereich so richtig trainiert. Ob jetzt jeden Tag und jeden Tag dreimal oder nur zweimal oder ob man Montag auch mal frei hat als Profi. Das weiß ich so noch gar nicht. Ja, da müssen wir erstmal schauen. Aber was die Spieler angeht, der FC Bayern hat ja schon einiges an Neuzugängen. Sadio Mané zum Beispiel, absolute Weltklasse. Rein Gravenberg hat man geholt. Dann hat man den Matthijs de Ligt. Das sind ja schon 3 Transfers, das ist ja schon hier ganz oben Champions League Niveau. Ich weiß nicht, ob da noch was möglich ist, aber ich glaube auch nicht, dass wir das brauchen. Also am Ende hätte ich gerne einen Kader mit 22 Spielern. Das ist so mein Wunsch, meine Wunschgröße, jede Position am besten doppelt besetzt, sodass ich von der Rotation nicht zu schnell dazu komme, dass sich ein Spieler unwohl fühlt, weil er zu wenig eingesetzt wird. Da müssen wir schauen, dass wir das alles hinkriegen und das hier beim FC Bayern ist natürlich nochmal Premium. Ja, dann Zahnsi, dritte Frage, nächste Frage. Dies war nur ein kleiner Ausschnitt aus der Pressekonferenz mit Ben Masterful. Die ganze Pressekonferenz gibt es jetzt auf unserem YouTube-Kanal BM Sport News. Vielen Dank für aktuell 100 Abonnenten, die wir jetzt in dieser Woche erreicht haben. Vielen Dank, das war's von der Sonderausgabe BM Sport News heute Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir starten endlich rein in die FC Bayern Trainerkarriere. Hallo und herzlich willkommen hier aus meinem Büro. Leider kann ich Käppi und Trainingsjacke hier unter Outfits nicht so wirklich anpassen, wie ich das jetzt für mich persönlich gerne gehabt hätte. Ich hätte gerne eine rote Jacke gehabt, aber das scheint hier nicht wirklich möglich zu sein. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mega schade. Weil ich habe mir extra eine Bayern Trainingsjacke geholt hier mit Bayern-Logo. Die Käppi kennt ihr ja schon aus den letzten FIFAs. Ich habe mir gedacht, ich hätte das Ganze ein bisschen unterschiedlich gehabt zwischen der Dortmund- und der Bayern-Karriere. Deswegen das eine Dress da, das andere Dress hier. Aber gut, FIFA ist noch nicht so weit. Es ist die Bayern-Karriere, das ist natürlich ein authentischer Verein. Mit 5 Sternen starten wir rein. Wir müssen hier nochmal das Heimstadion bearbeiten. Okay. Leider ist, was das angeht, jetzt auch in FIFA 23 nicht wirklich viel passiert. Ich glaube, ich nehme hier mal die East Point Arena und wir nennen das Ganze Allianz Arena. Ja, wir ändern die Stadionfarbe in Rot, wir ändern die Sitzfarbe in Rot. Beim Tornetz gehen wir auf Vertikal Rot-Weiß, finde ich ganz geil, passt ganz gut zu den Vereinsfarben. Den Rasen lasse ich mal auf Karo. Farbe würde ich jetzt auch nicht ändern, da bleibe ich, glaube ich mal, vielleicht ein Waldgrün. Ich schaue mir nochmal das Stadion Hunguk an. Ah, das gefällt mir auch nicht so wirklich. Das Odromo hat eine Laufbahn, El Grandioso auch. Stadion Olympic. Oh, okay, das sieht schon eher nach einem FC Bayern Stadion aus. Wir werden das erstmal nehmen. Meine Damen und Herren, hier kommt unser neuer Trainer.
Moin, moin. 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 Bitte keine Fotos. War ein Witz. FC Bayern München, der neue Boss heißt Masterful. Ja, schauen wir uns doch erstmal die Mannschaft an. Wir haben einfach mal 5 Torhüters. Okay. Nübel ist aktuell noch verliehen an den AS Monaco. Ja, die Nummer 1 ist natürlich aktuell ein Manuel Neuer. Allerdings auch schon 36 Jahre alt. Wie sieht's da eigentlich mit dem Vertrag aus? Oh, der hat noch 2 Jahre. Interessant. Ulreich Vertrag läuft aus und dann haben wir einen Johannes Schenk. Vom Potenzial her würde ich den jetzt erstmal auf die Transferliste setzen. Marvin Schwebe würde ich jetzt auch verkaufen. Dann haben wir Linksverteidiger Davies. Ganz klar die Nummer 1. In der Innenverteidigung haben wir jetzt einen Upamecano, wir haben De Ligt, wir haben Hernandez, wir haben einen Jamie Lawrence. Und da fällt mir ein, es könnte durchaus möglich sein, dass auch hier der ein oder andere Spieler vom 1. FC Köln dabei ist. Wenn es so ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir können die Spieler natürlich jederzeit immer noch freigeben, wenn das halt keine Spieler sind, die aktuell beim FC Bayern sind. Im Gegensatz zur Dortmund-Karriere spielen wir hier offensiveren Fußball. Deswegen werden wir einen ZDM Kimmich umtrainieren auf ZM. Das dauert auch nur 2 Wochen. War bei den Innenverteidigern noch nicht durch. Wir haben im Prinzip 3. 2 sind aktuell verliehen. Jamie Lawrence und Ari Mbi. Dann haben wir 3 Rechtsverteidiger, 4 Rechtsverteidiger. What? Legende Pavard. Dann haben wir Masraoui. Hat das gewisse Etwas. Stanisic. Und Buna Sarr, den werde ich auf jeden Fall verkaufen, denn der ist der Älteste. Dann haben wir natürlich für die Zentrale noch einen Leon Goretzka, Jamal Musiala, geil. Einen Marcel Sabitzer, auch ZM. Gravenberg ist neu dazugekommen. Thomas Müller, ZOM. Dann haben wir Paul Wanner. Ja, Vertrag läuft aus, geht ja gar nicht. Willkommen, schön, dass Sie hier sind. Bitte nehmen Sie Platz. Es freut uns, dass wir endlich mit den Verhandlungen loslegen können. Beginnen wir mit der Teamrolle meines Klienten. Er wünscht sich, dass er in dieser Saison die Chance erhält, sich in die erste Mannschaft zu spielen. Okay, im Kader herrscht zwar großer Konkurrenzkampf, aber ich garantiere Wanner die gewünschte Spielzeit. Das läuft doch richtig gut. Nun sollten wir uns darüber einigen, wie lange der Vertrag laufen soll. Wir möchten seinen Vertrag um 5 Jahre verlängern. Mein Klient ist mit der angebotenen Vertragslaufzeit nicht zufrieden. Er wünscht sich eine Verlängerung um 3 Jahre. Mit dieser Vertragslaufzeit sind wir nicht einverstanden. Aber wir können Wanner eine Verlängerung über 4 Jahre anbieten. Wanner ist mit der angebotenen Vertragslaufzeit einverstanden. Eine Verlängerung um 4 Jahre erfüllt seine Erwartungen. Nun, da das erledigt ist, sollten wir über das Gehalt reden. Wir sind bereit, Wanner 5000 Euro die Woche zu bezahlen. Das ist ein faires Angebot. Mein Klient ist damit zufrieden. Wir haben Wanner erstmal ein fettes Gehalt bezahlt, hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Jetzt kann er sich auf seine Karriere konzentrieren. Malik Tillmann aktuell verliehen an die Rangers. Siege Gnabry. Ja, das gewisse Etwas, da müssen wir natürlich erst einmal umtrainieren. So wie in jedem Fieber, was wir neu anfangen. Als Rechtsfuß würde ich ihn erstmal auf den linken Flügel umtrainieren. Dann haben wir ja noch Leroy Sané und Sadio Mane. Kingsley Coman. Okay, Leroy Sané. Ihr kennt mich. Ein Linksfuß spielt bei mir immer über rechts. Sadio Mane hat das gewisse Etwas. Die Frage ist, ob der überhaupt noch in der Lage ist, mal eine andere, 2 Wochen. Als Rechtsfuß kommt auch der über links. So, der King, Kingsley Coman. Auch dem wollen wir natürlich eine Chance geben, sich in die Mannschaft zu spielen. Allerdings auch ein Rechtsfuß sollte erstmal LF spielen. Musiala, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich auch in dieser FC Bayern-Karriere eher auf der zentraloffensiven Position. Ihr könnt natürlich gerne Kommentare schreiben, was ihr anders machen würdet. Ich mache das jetzt erstmal so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben aktuell Thomas Müller und Paul Wanner. Da müssen wir natürlich auch nochmal schauen, wie wir da den Entwicklungsplan gestalten. Wir nehmen auf jeden Fall, ja, Tempo ist immer gut, wir nehmen mal Dynamo. Ja, im Sturm ist, oh ja, da ist wirklich nicht so viel zu holen. Ich habe die Idee, weil ich das, glaube ich, auch im Fernsehen gesehen habe, dass wir einen Mané in die Stürmerposition stecken. 4 Wochen. Dann hätten wir als Backup im Sturm einen Mathys Tel. Da müssen wir auch nochmal schauen, wie wir den hier so ein bisschen umerziehen können. Knipser klingt gut. Und Choupo-Moting, 33, Vertrag läuft aus, ist unser Backup. Und jetzt schauen wir mal, wie groß dieser Kader überhaupt ist. Ist gar nicht so groß wie erwartet. Wir spielen 4-3-3 offensiv mit 2 Achtern und einem ZOM. Wir spielen hier Druck nach Fehlern. Wir wollen ziemlich hoch stehen. Dafür hinten ein bisschen
enger. Wir spielen einen schnellen Aufbau mit Läufen in die Spitze. Das Ganze stellen wir sehr breit. Ein Thomas Müller startet erstmal ZOM. Im Sturm haben wir Sadio Mané. Sané über rechts, über links. Lassen wir erstmal Serge Gnabry ran. Goretzka, Kimmich, Doppel-8 ist klar. Upa und De Ligt. Davies über links, neuer am Tor. Pavard, Rechtsverteidiger, klingt auch erstmal gut. Und Paul Wanner nehmen wir natürlich mit als eine der... Ah, wen lassen wir denn da zu Hause? Sabitzer. Ja, wir können da nicht alle mitnehmen, aber wir wollen natürlich auf die vorhandenen Jugendspieler setzen. Also im Prinzip hat sich die erste Mannschaft ja mehr oder weniger von alleine aufgestellt. Natürlich wird Musiala immer mehr eine wichtige feste Rolle in dieser Mannschaft übernehmen. Die Jugend Academy hat aktuell, oh, der Patrick Klein, geiles Potenzial, ist S16, hat schon Spezialbewegung und schwacher Fuß, 5 Sterne, na was sollen wir denn da noch großartig trainieren? Auch hier würde ich sagen, nehmen wir mal Knipser, Schießen und Tempo. Und alle anderen schmeiße ich jetzt mal eben raus. Julian Lang auch freigeben, Novak schmeißen wir auch raus, Cooper schmeißen wir auch raus, Griffiths schmeißen wir raus. Und jetzt wollen wir natürlich auch ein paar neue Scouts einstellen. Ah, allerdings haben wir keinen richtig talentierten. Wir müssen erstmal mit Ludwig Scholz leben. Und wir bauen jetzt das Scouting-Netzwerk standardmäßig in Deutschland auf. Die Aufträge, die vorhanden sind, werden wir löschen. Damit können wir nichts anfangen. Wir brauchen vielversprechend und temporeich, wie immer. Und bei den Scouts gefällt mir jetzt auch nicht so hundertprozentig. Wir werden hier den Kroaten mal einstellen. Und einen von den anderen, den Samuel Schwarz, den werden wir auf jeden Fall mal feuern und schauen. Aber kein weiterer 10-Sterne-General am Start. Raphael Bergmann scoutet in der Bundesliga. Dann haben wir die Premier League, das scoute ich eigentlich nicht so gerne. In der französischen Liga brauchen wir auch nicht scouten. Dann würde ich sagen, neben der Bundesliga schicken wir unseren stärksten Scout mal nach Österreich. Und bei den anderen warten wir noch ein bisschen ab. Der erste Scout-Bericht ist da. Ein Ansgar Knauf wird uns vorgeschlagen, das ist alles noch nicht so Bayern-like. Transferbudget 126 Millionen, beziehungsweise Budget liegt bei 121 Millionen, weil wir schon ein bisschen was ausgegeben haben. Jetzt müssen wir uns natürlich nochmal die Ziele anschauen. Aktuell ist Oli Kahn sehr zufrieden mit uns. Nachwuchsentwicklung, verpflichtet 3 Spieler in der Jugendakademie, Position Verteidiger, kein Problem. Langfristig verpflichtet über 2 Saisons mindestens 2 Spieler aus der Jugendakademie in die erste Mannschaft und sorge in der Folgesaison für mindestens 30% Einsatzquote. Okay, also wir müssen uns um die Jugend kümmern. Ich glaube, wenn wir nur in Deutschland scouten, reicht das nicht aus. Markenpräsenz. Erreiche eine Serie von 7 Spielen mit mindestens 1 erzieltem Tor in Auswärtsspielen dieser Saison. Ersetze 3 Spieler deiner Mannschaft. What? Stärke den Verein in Asien über 2 Saisons. Wie soll ich denn den Verein in Asien stärken? What? Finanzen. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 15%. Wird nix. Und langfristig erziele über 2 Saisons einen Profit von 8 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Sehe ich auch eher als schwierig an. Gewinne den DFB-Pokal, werde Meister und gewinne die Champions League. Ach du dickes Ding. Wir haben einiges an Post. Transferangebot Hernandez. Nein, nein, ablehnen. Und Spielerchat von Schenk. Ich weiß, Sie haben Ihre Gründe, mich auf die Transferliste zu setzen, Boss. Aber ich habe mich hier gut aufgehoben gefühlt und gehe nur schweren Herzens. Ja, Johannes, das Problem ist, ich kann dir keine Spielzeit geben. Wir haben Post von Manuel Neuer. Hallo, Boss. Im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich beim FC Bayern begrüßen. Lieber Manuel Neuer, vor uns liegt viel Arbeit. Transferangebot für Pavard. Auch das nein. Transferangebot für Saar. Das finde ich gut. Der hat nur einen Marktwert von 2,6 Millionen. What? Also FC Getafe, der Europa, nee, wie hieß das damals? UEFA Cup Horror der Bayern bietet 2,8 Millionen, das werden wir annehmen. Der nächste Scout-Bericht ist da. Natürlich haben wir hier einen Tobias Böhm, der, wie ich finde, unbedingt endlich wieder irgendwann beim FC Bayern spielen sollte. Karim Adeyemi von Borussia Dortmund, natürlich sehr interessant, aber den habe ich ja in der Dortmund-Karriere. Moukoko habe ich auch in der Dortmund-Karriere, ist also eher uninteressant. Wir werden nochmal weiter in der Jugend scouten. Wir stellen ein Christian de Vries. Und den schicken wir ganz einfach mal nach Holland, weil es da immer geile Talente gibt. Ich denke auch, dass es mal wieder Zeit wird für einen Brasilianer in München. Deswegen entsenden wir nochmal einen Scout nach Südamerika. Natürlich nach Brasilien. Und dort suchen wir natürlich einen technisch Begabten. Jetzt haben wir nur noch 116 Millionen. Aber ich wüsste sowieso nicht, wofür ich mein Geld jetzt hier in der ersten Saison ausgeben sollte.
das tut mir wirklich sehr leid für dich, aber der Konkurrenzkampf ist hart. Ich hatte mir wirklich mehr für dich erhofft. So. Ich wünsche dir wirklich alles Gute bei deinem neuen Verein. Mach's gut. Ciao, Kakao und tschö mit Ö. Ich hatte vom Feeling her von Anfang an kein gutes Gefühl. Soll der Cornflakes zählen? Da fällt mir ein, wo ist hier die Sauna? Heute ist Darmsauna. Perfekt. Bounassar ist verkauft. Positionswechseloption bei Coman ist abgeschlossen. Der ist jetzt linker Flügelspieler. Wir versuchen natürlich nochmal ein bisschen was zu entwickeln. Schwacher Fuß, inverser Flügelspieler. Transferangebot Davies, 65 Millionen. Das ist ja süß, auf gar keinen Fall. Der ist auch schon 21. Und ich finde, wir sollten bei dem auch nochmal versuchen. Offensiver Flügelverteidiger, 23 Wochen. Was leider aktuell nicht möglich ist, ist es Ronaldinho zu verpflichten. Beendet nach Saison im Alter von 42 Jahren seine Karriere. Das gleiche gilt auch für einen selbst erstellten Edgar Davids. Ich denke mal, mit Ronaldo und Davids werde ich nochmal eine Extra-Karriere spielen. Ganz einfach, weil ich die beiden nochmal spielen will. Einblick in die Transferzentrale. Wir haben hier natürlich den Tobias Böhm. Wir haben Hugo Jesus. Wer kennt ihn noch aus FIFA 22? Ich habe ihn genauso mit den Daten erstellt, wie er zuletzt auch in FIFA 22 am Start war. Purer Zufall. Der Bruder von reiner Zufall. Innenverteidiger ist schon 23, nicht mehr das größte Talent. Und reiner Zufall natürlich auch wieder am Start. Und neu dazugekommen ist Andi Latte. Ja, Innenverteidiger, auch eventuell ein Talent. Ich will den auf jeden Fall mal beobachten. Was gibt's Neues auf dem Scouting-Markt? Gar nichts. Leihangebot für Limnios. Wer ist das? Ein linker eigentlich würde ich den gerne verkaufen. Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist. Wir werden das Ganze ablehnen. Da haben wir den doch. Den werden wir auf die Transferliste setzen. Auf den Positionen bin ich mehr als nur genug besetzt. Transferangebot für Manuel Neuer in Tausch auch noch. What, wie frech ist das denn? Nö. Und wir starten rein in den Asien Elite Cup gegen Atletico Madrid. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Asien Elite Cup zwischen FC Bayern München und Atletico Madrid. Direkt ein Topspiel mit internationaler Klasse. Die Bayern in Rot, Atletico hier komplett in Orange. Die erste Möglichkeit im Spiel direkt für die Bayern. Pavard mit rechts direkt auf den Keeper. Die Bayern mit Tiki-Taka, so wie sich der neue Trainer das vorstellt. Nächste Chance, Thomas Müller, aber auch hier wieder kein Problem für Oblak. Wieder die Bayern, über den rechten Flügel, diesmal mit Leroy Sané. Der zieht in die Mitte, mit links zieht er ab, trifft allerdings den Kopf von Savic. Nach über 20 Minuten das erste Mal Atletico Madrid mit etwas Glück auf Koke, der scheitert an Neuer. 25. Spielminute, wieder die Bayern mit Tiki-Taka, mit Serge Gnabry auf Thomas Müller. 29. Spielminute, wieder die Bayern über Leroy Sané und wieder will er sich das Ding auf links legen. Hast du gedacht, Chance vorbei an den Pfosten? Hast du gedacht, Chance vorbei von C. Davies auf Thomas Müller und dann der Kimmich. Starke Parade von Oblak und der Trainer der Bayern bisher auch recht zufrieden. Die zweite Halbzeit läuft. Atletico hat endlich mal Platz im Angriff. Cunha alleine auf Neuer zu. Die Bayern kommen hinterher mit Davies. Die Bayern wechseln direkt sechsmal inklusive Paul Wanner. Die Bayern mit Schupo ganz stark, saustark auf Kingsley Coman. Jetzt die Bayern mit Paul Wanner, der sieht den Kingsley Coman, der legt sich das Ding auf rechts und es steht 1-0 für die Bayern. Absolut hochverdient, der Trainer geht heute garantiert mit einem Lächeln nach Hause. 89. Spielminute, nochmal Atletico mit Antoine Griezmann, Flachpass auf De Paul, der legt das Ding ab und das Ding ist drin zum Ausgleich von Lemar in der 90. Minute. Das war's mit dem fetten Grinsen des Bayern-Trainers. Ein letztes Mal die Bayern über Kingsley Coman. Der bringt das Ding auf Schupo. Schupo zum ersten. Schupo zum... Das war's. Schluss aus, vorbei. Wer auch immer da so hart jubelt. Vielleicht aufgrund der Leistung beider Teams, vor allem von den Bayern,
gab es heute einiges zu sehen. Das war zu wenig. Später Ausgleich von Lemar verhindert den FC Bayern Sieg. Schauen wir vorher nochmal in den nächsten Scouting-Bericht, ob da irgendwas zu sehen ist. Ein Maxime Lacroix, muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, finde ich schon recht interessant. Passt er zu Bayern, ist eine andere Frage. Eigentlich habe ich ja schon länger vor, einen Kai Havertz zu verpflichten, den umzutrainieren als Stürmer. Wir werden ihn auf jeden Fall erst einmal beobachten. Auch ein Florian Wirtz ist natürlich sehr interessant aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft. Uli Hoeneß hat ja früher schon mal gesagt, die besten deutschen Nationalspieler sollen beim FC Bayern spielen. Und ich glaube schon, dass Florian Wirtz definitiv Talent hat. Es ist jetzt wenig passiert, deswegen gehen wir auch direkt rein ins Spiel gegen Inter Mailand. Hallo und herzlich willkommen zum Asien Elite Cup mit dem Spiel FC Bayern München gegen Inter Mailand. Die Bayern hatten ein Unentschieden erreicht im Hinspiel und jetzt geht es auch schon los. Anstoß für Inter Mailand. Vierte Spielminute, Inter Mailand das erste Mal im 16er. Davies mit dem Foulspiel, keine Frage. Hier muss es Elfmeter geben. Ausführend wird Martinez im Tor der Bayern natürlich Manuel Neuer, der das Ding eiskalt pariert. Der FC Bayern so, wie der neue Trainer sich das vorstellt. Gnabry in die Mitte, dann kommt Thomas Müller an den Ball, lupft das Ding Richtung langes Eck. Langer Pass von Inter Mailand, De Ligt hebt den Arm, reklamiert aufs Abseits, Inter spielt weiter, Martinez drückt den einfach über die Linie. 1-0 für Inter Mailand, aus Bayern Sicht muss man sagen, Arm heben geht gar nicht, klär das Ding ins Aus und spiel weiter. Diese schlechten Angewohnheiten des Reklamierens gefallen dem Bayern-Trainer gar nicht, darüber wird noch zu reden sein. Wieder Inter Mailand. Gosens auf Dzeko, Neuer und dann kommt Mkhitaryan, der das Ding einfach einlocht. Aber der Schiedsrichter hatte die Fahne oben. Die zweite Halbzeit läuft. Endlich mal wieder Kimmich und Sané über den rechten Flügel. Sané flach in die Mitte auf Mané. Der Bayern-Coach wechselt sechsmal und auch heute wird wieder ein Paul Wanner für Thomas Müller eingewechselt. Die Bayern über links. Paul Wanner auf Choupo-Moting. Gute Möglichkeit zum Ausgleich. In der 66. nochmal Dumfries bei Inter Mailand. Über rechts setzt sich durch und das Ding landet im Kasten. 2-0 für Inter Mailand. Das sah einfach aus. Ein typisches Bild. Kimmich auf Leroy Sané. Sané zieht in die Mitte, zieht mit links ab, trifft diesmal nur die Latte. Und jetzt Achtung, Augen auf Dumfries, der kommt von hinten mit der Powergrätsche. Und das ist natürlich die glatt rote Karte für Denzel Dumfries. Noch einmal schnell und direkt die Bayern. Der Ball landet bei Paul, der versucht es direkt mit links. Und jetzt die Mega-Möglichkeit für Paul Wanner, das Ding nochmal zu machen. Paul trifft leider nur den Keeper. Da ärgert er sich drüber und der Trainer weiß auch, der hätte reingemusst. Noch einmal die Bayern in der 90. Spielminute. Der Ball landet bei Choupo-Moting und dann bei Kimmich zum 2-1. In der 91. Spielminute, das Tor kommt leider etwas zu spät. Ein letzter Versuch für die Bayern. Nein, der Schiedsrichter pfeift in der 94. Minute ab. Inter Mailand schlägt die Bayern verdient mit 2-1. Die Spieler verstehen die Taktik nicht. Erstes Saisontor von Kimmich reicht nicht. Wieder kein Sieg im Vorbereitungsturnier. Transferangebot Gravenberg. Oh, stimmt, den habe ich noch gar nicht getestet. Transferangebot Fonzie Davies auch noch im Tausch. Wie frech ist das denn? Ha, Cassie. Scout-Abschlussbericht zu Florian Wirtz finde ich nice. 82 Guess. Und Positionswechseloption bei Sadio Mané abgeschlossen. Der ist jetzt fester Stürmer, bleibt auf 89. Und jetzt noch irgendwas zu trainieren macht wenig Sinn. Spezialbewegung versuchen wir nochmal. Oder auch
schwacher Fuß und hat 2 Wochen. Wie sagt man so schön, probieren geht über studieren. Und das dritte Spiel ist gegen Manchester City. Die haben 6 Punkte, wir haben jetzt 1 Punkt. Also gewinnen können wir das Ganze nicht mehr. Deswegen können wir natürlich ordentlich rotieren. Endlich mal in den roten Bayern-Trikots. Wir bringen Gravenberg von Anfang an. Wir bringen Tell auch einfach mal von Anfang an. Mané nehmen wir natürlich mit. Wir lassen Choupo zu Hause. Kingsley Coman darf mal anfangen. Paul Wanner darf auch von Anfang an ran, genauso wie Musiala. Dann haben wir noch Stanisic, der ersetzt den Pavard. Und ein Marcel Sabitzer müssen wir auf jeden Fall mal mitnehmen, damit der auch mal Einsatzzeit bekommt. Ich habe mich nochmal zu entschlossen, Masraoui spielt jetzt mal links. Und jetzt Abfahrt. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Asien Elite Cup Spiel mit den Bayern gegen Manchester City. Die Bayern haben bisher noch kein einziges Spiel gewonnen und Manchester City würde natürlich gerne Gruppensieger werden. Die Bayern heute das erste Mal in ihren neuen roten Trikots. 10. Spielminute, Haaland mit rechts, 1-0, Man City. Zum dritten Mal in Folge die Bayern jetzt mit einem 0-1 Rückstand. Kurze Zeit später die Bayern mit Leroy Sané über rechts, Tell auf Paul Wanner, der trifft zum 1-1 Ausgleich für die Bayern. Wieder Manchester City. Der Ball kommt zu Haaland und Neuer steht dem nächsten Tor im Weg. Wieder Manchester City. Diesmal Silva, Aluminium, Doppelchance für Man City, immer noch 1-1. 30. Minute. Man City erhöht den Druck. Doppelpass mit Haaland und Neuer mit einer Riesenparade. Immer wieder dieser Haaland. Diesmal mit rechts gegen Neuer drüber weg. Wieder die Pille auf Haaland und der Ball murmelt am Tor vorbei. Neben Paul Wanner heute auch Jamal Musiala von Anfang an dabei. Und der ist es auch, der hier die erneute Führung für die Bayern erzielt. 2-1 durch Musiala. Kurz vor der Halbzeit die Bayern nochmal mit Leroy Sané über den rechten Flügel. Der versucht es diesmal selbst knapp am Tor vorbei. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft. Nochmal De Bruyne auf Rodri, Tor zum 2-2 Ausgleich. Manchester City also vor der Halbzeitpause nochmal mit dem Tor. 54. Spielminute, der Trainer der Bayern wechselt 5 Mal. 58. Minute, die Bayern mit ein bisschen Glück. Choupo-Moting auf Kingsley Coman, der nimmt Maß, das Ganze aber zu harmlos. 67. Minute nochmal die Bayern mit Kingsley Coman, hervorragender Sololauf, dann der Überblick. Gnabry, Choupo, Pfosten, wäre aber auch abseits gewesen. Noch einmal Manchester City. Kevin De Bruyne auf Alvarez und Neuer klärt zum Eckball. Manchester City hat den Druck auf die Bayern jetzt nochmal erhöht. Kevin De Bruyne will das Spiel schnell machen, will den Eckball schnell ausführen. Langes Ding in den 16er. Die Bayern kriegen das Ganze erst einmal geklärt. Jetzt Thomas Müller mit Übersicht. Kingsley Coman wartet, schaut und dann der Pass in die Spitze auf Serge Gnabry, der nimmt den Eimer mit, schießt den aufs Tor. 3-2 für die Bayern, 72. Spielminute. Man City über rechts. 5 Minuten vor dem Ende, noch einmal die Riesenchance, aber Neuer verhindert den Ausgleich. 2 Minuten vor dem Ende, Manchester City drückt und drückt. Der Ball landet bei Haaland mit rechts nochmal der Versuch gegen Neuer. Und wieder ein Eckball von Manchester City. Neuer pariert, nächster Eckball. Eckball ausgeführt von Cancelo. Der bringt das Ding in den 16er. Achtung, Neuer. Und jetzt sieht der Torwart von Man City, dass er viel zu offensiv ist. Serge Gnabry, der Zweikampfsieger mit Überblick auf Thomas Müller. Müller sieht natürlich, dass das Tor leer ist, zieht einfach ab, 4-2, Endstand. In der 92. Minute für die Bayern. Kurz vor Schluss noch einmal Manchester City, die Bayern kriegen das Ding geklärt und dann ist auch Schluss. Der erste Sieg der Bayern unter dem neuen Trainer Ben
Masterful, endlich haben die Jungs mal seine Taktik verstanden. Erster Sieg für die Bayern. Müller erzielt erstes Saisontor. Monas bricht Jugendmannschaft. Patrick Klein. Potenzial 83, 94, 61. Guess. Bei der Entwicklung braucht er noch eine Woche zum Knipser. Scout-Abschlussbericht zu Lacroix. Das ist ein 77er Gesamtstärke-Spieler, nicht so wirklich überragend. Monatliches Scouting-Update aus Deutschland. Fabian Haas. Ist erst 15, den werden wir mal verpflichten. Andreas Groß ablehnen. Milo Walter beobachten, Liam Meyer ablehnen, Lias König ablehnen. Entwicklungsplan von Koman hat sich ganz gut entwickelt und mehr ist wohl aktuell auch nicht drin. Wir bleiben mal dabei und versuchen den schwachen Fuß weiterhin zu trainieren. Wir spielen jetzt in 6 Tagen bereits gegen Borussia Dortmund im Supercup. Vielleicht schaffen wir es vorher noch, den ein oder anderen Spieler auf die neue Position anzupassen. Transferangebot Masraoui. Muss sogar sagen, der hat sich jetzt eigentlich echt gut spielen lassen. Deswegen würde ich den sogar eher als Backup noch behalten. Und vor diesem Spiel gibt es natürlich eine Pressekonferenz. Moin Moin! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. So, Zanzi, erzähl mal, was hast du denn für Fragen? Was erwartest du von diesem Duell? Wir werden alles tun, um zu gewinnen, ist ja klar. Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Dein Kommentar dazu? Ja, ganz so sehe ich das nicht. Wir sind definitiv siegeshungrig. Das letzte Spiel hat gezeigt, wie gut wir sein können. Wird er öfter spielen? Ja. Definitiv, wenn er gut drauf ist. Rotation ist definitiv wichtig für uns. Jeder muss mal spielen. Okay, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Bitte, gerne. Bis zum nächsten Mal. Spielerchat von Kingsley Coman. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Dortmund nicht auf der Bank sitzen werde. Oh, King. Ich denke definitiv drüber nach. Schlecht warst du nicht. Beim Teammanagement spielt aktuell ein Serge Gnabry über links. Definitiv werde ich heute dem King den Vorzug geben. Über rechts ein Leroy Sané hat mir bisher auch nicht gefallen, aber es mangelt an Alternativen. Mané von Anfang an, Müller von Anfang an. Eigentlich müsste ich allerdings Paul Wanner von Anfang an bringen, denn der hat mich überzeugt. Da ist er. Masraoui kommt in die Startelf für Pavard. Das ist jetzt erstmal die neue erste Elf. Ja, neuer bereits minus 1 auf 89. Geil. Schauen wir nochmal im Scouting-Bericht vorbei. Reiner Zufall, es gilt jetzt als Talent. In 10 Monaten ablösefrei. Genauso wie Tobias. Oh, die haben bereits den Vertrag von Tobias Böhm verlängert. Aber hat Potenzial, was Besonderes zu werden. Wie in FIFA 22 auch. Erstellte Spieler sind immer krass. Und jetzt geht's rein in den Supercup. Hallo und guten Abend im Deutsche Bank Park mit dem Supercup Borussia Dortmund gegen den FC Bayern mit meinem Live-Kommentar. Hier sehen wir noch Mats Hummels, die Dortmunder, die Bayern betreten das Spielfeld. Ich bin richtig gespannt auf dieses Spiel. Das erste Kräftemessen der neuen Saison zwischen beiden Top-Mannschaften, dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Die Aufstellung der Dortmunder, Kobel im Tor, dann habe Schulz, Hummels, Emre Can, Özcan, Brandt, Bellingham, Marc Reus und Malen vorne im Sturm. Also Schlotterbeck und Süle, Rechtsverteidiger. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Aufstellung. Reus über den rechten Flügel. Adeyemi auf der Bank. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was die Aufstellung der Bayern heute Abend sagt. Die Bayern im 4-3-3 mit Neuer, Davies, De Ligt, Upa, Müller, Goretzka, Kimmich, Sané, Mane, Coman über links und Masraoui spielt den Rechtsverteidiger. Musiala, Paul Wanner, auf den natürlich auch viele gespannt sind. Der hat in der Vorbereitung bisher gänzlich überzeugt. Anstoß für Borussia Dortmund und los geht dieses Spitzenspiel, dieser Supercup. Das Größte, was der deutsche Fußball zu bieten hat mit Borussia Dortmund gegen den FC Bayern.
Wird es hier ein Abtasten oder geht es gleich vorne drauf? Mal mit der ersten Möglichkeit 1:0 für Borussia Dortmund in der zweiten Spielminute. Die Bayern hatten nicht einmal Zeit, hier vernünftig zu reagieren. Ein richtig schön rausgespieltes Tor der Dortmunder, die hier heute in den ersten zwei Minuten definitiv überrascht haben. Noch einmal die Wiederholung. Das Ding ging steil vorne in die Spitze auf Malen, der nimmt das Ding direkt und flach ins linke Eck. Keine Chance für die Bayern-Abwehr, keine Chance für Manuel Neuer, hier entsprechend schnell zu reagieren. Die Bayern spielen hintenrum, aktuell keine Lücke bei den Dortmundern festzustellen. Noch hier, nächster Angriff der Bayern misslingt und jetzt vielleicht, wenn es mal schnell geht, mit Kingsley Coman, der wartet eigentlich auf Fonzi Davies. Dortmund steht jetzt hinten drin. Die Bayern haben hier sehr viel Ballbesitz. Allerdings kommen sie nicht mal in die Nähe des 16ers der Dortmunder. Ganz stark Fonzi Davies schaltet sich bei den Bayern vorne mit ein. Jetzt das Ding flach und hart in die Mitte. Auch hier nicht perfekt gespielt. Aber die Bayern mit Goretzka bleiben hier dran. Kimmich und jetzt wieder die Lücke finden. Fonzi Davies bei den Bayern. Schön auf Leon Goretzka, das 1:1. Ausgleichstor ist gefallen in der 16. Spielminute durch Leon Bizeps Goretzka. Hier in der Wiederholung, Fonzi Davies leitet ein, dann Sadio Mané und Leon Goretzka mit links. Hummels fälscht das Ganze noch unhaltbar ab. Aber auch klar, entweder Handelfmeter oder das Ding wäre auch ohne die Unterstützung von Hummels im Tor gelandet. ...2:1 Dortmund, 21. Spielminute. Das ist Karim Adeyemi, wenn ich mich jetzt... Nee, es ist Jude Bellingham. Das tut mir leid, liebe Freunde. Da habe ich mich im Gesicht geirrt. Bellingham mit der erneuten Führung für Borussia Dortmund. Richtig feiner Fußball, richtig schöner Spielzug. Im Prinzip möchte so Ben Masterful bei den Bayern auch spielen lassen. Dortmund ein Tickchen besser. Und ja, das gefällt dem Trainer der Bayern gar nicht. Wieder die Bayern mit Thomas Müller. Ganz stark wieder Goretzka in den Rückraum. Kingsley Coman bleibt hängen am Dortmunder Abwehrspieler. Ja, das muss er pfeifen. Das ist definitiv gelbwürdig bei den Dortmundern. Özcan in der 27. Spielminute gibt hier jetzt Freistoß für den FC Bayern. Ausgeführt von Davies auf Uba, auf Leroy Sané. Der hat ja nur einen starken Linken. Ganz stark auf Davies in die Mitte, flach und hart. Misslingt wieder die Bayern. Sané viel zu weit reingerückt für den Geschmack des Trainers. Jetzt Kingsley Coman mit rechts. Gegen Kobel. Gute Möglichkeit. Die Bayern mit 53% Ballbesitz nach knapp 32 Minuten. Das scheint dem Trainer zu schmecken. Allerdings das Ergebnis spiegelt aktuell nicht das Plus an Ballbesitz wider. Ganz starke Aktion hier von Marco Reus, der ja auch mit seiner Aufstellung über rechts heute mehr oder weniger überrascht hat. Julian Brandt spielt auch eine starke Partie. Jetzt wieder Julian Brandt. Eckball Dortmund, geklärt von De Ligt. Wow, richtig gute Rettungsaktion der Bayern im eigenen 16er. Ich weiß gar nicht, wer genau es da gewesen ist. Und jetzt vielleicht, wenn es schnell geht, auf Mané gegen Nico Schulz im Sprintduell. Keine Chance für Mané. 40. Minute, nochmal die Bayern. Das war ganz schwach von Thomas Müller, der heute überhaupt kein gutes Spiel zeigt. Kurz vor der Halbzeit wieder Spielaufbau der Bayern. Kingsley Coman über Thomas Müller. Wie gesagt, der war heute bisher noch nicht gut. Masraoui kommt da an den Ball, war aber Abseits oder Freistoß für die Bayern. Es war Abseits oder Handspiel der Bayern. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Müsste gleich in die Halbzeit gehen. Jetzt der Halbzeitpfiff des Unparteiischen. Die Bayern für meinen Geschmack mit viel zu vielen Fehlpässen. Jetzt mal schön gespielt, Thomas Müller, aber auch hier wieder. Thomas Müller einfach nicht auf der Höhe des Geschehens. Nächster Angriff der Bayern über Leroy Sané, aber auch der als Kommentator flippe ich da regelrecht aus. Jetzt wieder Thomas Müller, wieder mit Leroy
Sané, der will mal was probieren, aber auch das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Kingsley Coman probiert flach und hart in die Mitte. Nächster Abschlussversuch von Goretzka. Die Bayern bleiben dran. Das ist Sadio Mané mit dem Ausgleich für die Bayern. 55. Spielminute. Es ist alles wieder offen. Der Neuzugang bei den Bayern. Der Lewandowski-Ersatz. Mané mit dem Ausgleich. Jetzt ist alles wieder offen. Alles wieder spannend. Masraoui schaltet sich vorne ein. Der Rechtsverteidiger der Bayern. Das Ding kommt wieder auf Sadio Mané. Leon Goretzka hätte gerne direkt abgeschlossen. Sané, Masraoui, Mané, das ist Müller. Nochmal Mané, nochmal Müller. Das 3:2 für die Bayern. Spiel gedreht in der 59. Spielminute. Dortmund war bisher richtig stark, aber hat jetzt vor allem in der zweiten Halbzeit auch sehr stark nachgelassen. Schönes Tor von Thomas Müller, mehr oder weniger erzwungen. Ja, manchmal muss man das Glück eben auch erzwingen. So, Versuch Nummer 1 und hier Versuch Nummer 2 direkt mit links genommen. Das Ganze super Körperhaltung wie immer bei Thomas Müller. Wieder Masraoui über den rechten Flügel. Diesmal die Flanke auf den King. Der sieht wieder einen Thomas Müller aus der Drehung und Kobel klärt zum Eckball. Müller wird jetzt immer besser. Das gefällt auch dem Bayern-Trainer. Der Wechsel bei den Bayern hat sich angekündigt. Choupo-Moting wurde bereits schon vom Trainer eingewiesen. Mané rückt auf den rechten Flügel. Leroy Sané verlässt das Spielfeld. Mané direkt mit der ersten starken Aktion. Kimmich, also die Bayern haben sich jetzt vorne am 16er festgebissen. Wieder Mané mit der 17. Choupo wartet in der Mitte mit dem 4:2 in der 65. Was für ein schönes Tor. Flach und hart über den Flügel. Genauso will der Trainer Ben Masterful das von seinem Team sehen. In den Vorbereitungsspielen waren die ersten beiden so lala. Und dann mit der B11 gegen Manchester City, gegen Haaland, klappte es auf einmal. Und jetzt sah es erst so aus, als würden die Bayern hier das Spiel verkacken. Auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt in der zweiten Halbzeit läuft es einfach genauso, wie sich der Trainer das vorstellt. Nächster Wechsel bei den Bayern. Der Trainer wagt den Schritt, nimmt Müller raus, der wie gesagt zum Teil nicht stark war, und bringt den Paul Wanner, der in der Vorbereitung wirklich überzeugt hat. Ich bin gespannt, wie es in diesem Spiel sein wird. Paul vor, noch ein Tor auf Mané. Das war kein Foulspiel. Der Schiedsrichter lässt hier weiterspielen. Bellingham im Kampf gegen Kimmich. Schulz gegen Kimmich. Nico Schulz saustark, aber dann gegen Upa mit einem Fehlpass. Ein Spieler ist verletzt und es ist Sadio Mané. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Neuzugang bei den Bayern. Hoffentlich keine schwere Verletzung. Auf jeden Fall muss hier gewechselt werden. Dritter Wechsel bei den Bayern. Es kommt Serge Gnabry über den rechten Flügel. Es sind noch knapp 20 Minuten. Die Bayern haben es jetzt beim Stande von 4:2 nicht mehr ganz so eilig, das Ding in die Spitze zu bekommen. In der zweiten Halbzeit läuft alles perfekt für die Bayern. Goretzka. Nochmal hinten rum. Ganz stark gespielt. Das ist Kimmich, der hier knapp. Ja, der versucht es auch nochmal mit Hacke, Spitze. 1, 2, 3. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Auch hier wieder Masraoui, der sich heute wirklich in die Mannschaft gespielt hat. Wenn er sich nicht schon gespielt hatte, hat er heute seine Leistung bestätigt. De Ligt mit einem mordsmäßig starken Fehler. Nochmal die Dortmunder mit Marco Reus. 12 Minuten vor dem Ende. Jetzt wechselt Borussia Dortmund. Es kommt Aller für Donny Malen. Nochmal die Bayern. Choupo weiß nicht so richtig wohin. Masraoui versucht auf den King. Das ist Goretzka nochmal mit der nächsten Möglichkeit. Nico Schulz geht Dortmund mit dem nächsten Wechsel, die Bayern mit einem Eckball. Ausgeführt von Kimmich. Das Ding kommt Richtung 5-Meter-Raum auf Goretzka, der da knapp drunter wegsegelt. Dortmund sieht keinen Stich mehr in diesem Partie. Jetzt Fehlpass von Upa. Aber dann ist Masraoui, der ist so stark heute. Leider hier Choupo, der hier auf Vollgas gibt mit dem nächsten Fehlpass. Knapp 4 Minuten sind es noch. 90. Minute läuft. Nochmal die Bayern. Choupo auf Paul Wanner. Das klappt auf
Er hat den Palten-Position richtig gut. Kingsley Coman versucht's nochmal in die Arme von Kobel. 2 Minuten der Nachspielzeit sind jetzt auch gleich rum. Nochmal Brandt gegen Paul Wanner. Und jetzt ist Schluss. Der FC Bayern gewinnt den Supercup 2022-2023. Wie man das Ganze sehen will, ob das jetzt ein Bonus-Pokal der letzten Saison oder der erste Pokal der neuen Saison ist, bleibt jedem selbst überlassen. Hier die Siegerehrung für den FC Bayern. Ja, der erste Pokal in der neuen Saison ist am Start. Genauso hat man sich das beim FC Bayern natürlich vorgestellt. Bei Borussia Dortmund will man natürlich noch stärker zurückkommen. Manuel Neuer, der Kapitän dieser Mannschaft, am Ende des Spiels immer noch auf dem Platz gewesen. Jetzt mit dem Pokal in der Hand. Es wird gefeiert wie der DFB-Pokal, wie die deutsche Meisterschaft. Allerdings denke ich mal nicht, dass der neue Trainer Ben Masterful lange feiern lassen wird. Ich von BM Sport News verabschiede mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Hallo Ben Masterful. Hallo. Glückwunsch zum heutigen Sieg. Was hat deiner Meinung nach den Unterschied gemacht? Naja, der Unterschied ist, dass wir heute 4 Tore gemacht haben und Borussia Dortmund nur 2. Ich denke mal, das ist vielleicht sogar der größte Unterschied und auch der wichtigste am Ende. Bisschen blöd ist es natürlich gelaufen, in der Anfangsphase direkt 0-1 Rückstand zum 4. Mal in Folge, dass wir da in den Rückstand geraten sind. Das ist natürlich nicht das, was ich hier beim FC Bayern sehen will. Wir müssen gerade in der Anfangsphase, solange es noch 0-0 steht oder wir knapp mit 1-0 führen, müssen wir hinten viel, viel konzentrierter sein. Ich denke mal, das werden wir aber in den nächsten Spielen abschalten können. Du hast in der Vorbereitung viel getestet und ausprobiert. Wirst du jungen Spielern häufiger eine Chance geben? Ja, das stimmt. Vor allem im Vorbereitungsturnier fast jeder hat gespielt. Also ich bin da definitiv bereit, gewillt, jungen Spielern die Chance zu geben, viel zu spielen. Paul Wanner zum Beispiel, der hat sich da im Training richtig reingebissen, hat dann auch ein Tor in der Vorbereitung, glaube ich, erzielt. Jamal Musiala, auch richtig guter Spieler, richtig starkes, junges Talent. Aber ich denke mal auch, dass wir in den nächsten Monaten in der Jugend noch mehr Spieler hervorbringen können. Und ja, natürlich, um die Frage zu beantworten, ich bin sehr gewillt, jungen Spielern eine Chance zu geben. Bisher gab es keinen einzigen Neuzugang. Wird sich das noch ändern? Weiß ich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich der Meinung, brauchen wir keinen neuen Spieler. Aber ich bin nur der Trainer. Der Vorstand, der Verein, da werden die Transfers geregelt. Ich bin nur der am Ende die Spieler trainieren muss, die Mannschaft aufstellt und dann Schuld hat, wenn die Mannschaft verliert. Und heute haben wir mal gewonnen. Also der erste wichtige Sieg, der Supercup, das würde ich gerne nochmal sagen. Ich dachte in der Vorbereitung, uiuiui, das erste Spiel, ich glaube gegen Atletico war es ja. Die Mannschaft wirkte teilweise ein bisschen lost, dann hatten wir das zweite Spiel. Ich glaube, eine Zeitung hat sogar geschrieben, die Mannschaft versteht die Taktik nicht. Dann kam zum Glück das dritte Spiel gegen eine Übermacht aus England, Manchester City. Da konnten wir zum Glück in beiden Halbzeiten zeigen, dass wir mithalten können auf diesem Niveau. Und wir haben dann gegen Manchester City zum Glück ja auch, ich glaube, auch mit 4-2 gewonnen. Ne? Ist noch gar nicht so lange her. Aber ja, ich bin noch so im Freudentaumel über den Sieg heute gegen Dortmund im Supercup. Ich freue mich jetzt auf den Start in die Bundesliga. Und ja, dann mal schauen, was noch möglich ist. Was ist dieses Jahr für euch möglich? Ja, genau. Was ist dies Jahr möglich? Also ich hatte ja, glaube ich, auf der Pressekonferenz schon gesagt, was jetzt auch leider nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also ich habe natürlich ein Gespräch gehabt wegen meinen Aussagen in der Pressekonferenz, was die Ziele angeht, vor allem die vertraglichen Inhalte meinerseits. Aber ja, die Katze ist aus dem Sack. Wenn ich deutscher Meister werde, darf ich wahrscheinlich weitermachen. Das ist im Vertrag so vereinbart.
Weitere Vertragsdetails darf ich jetzt demnächst nicht mehr raushauen. Dann müssen wir natürlich das DFB-Pokalfinale erreichen und in der Champions League ins Viertelfinale kommen. Das sind so die Minimalvoraussetzungen des Clubs, des FC Bayerns. Ja, als Trainer, als neuer Trainer, da ist man natürlich erstmal, okay, wie wäre es mit 1-2 Jahren Entwicklungszeit? Nein, gibt's hier nicht. Wir müssen von Anfang an die Leistung auf den Platz bringen. Das ist gerade bei der Förderung von Talenten nicht immer ganz vorteilhaft. Man hat mich geholt, um Talente zu fördern. Uli Hoeneß war es ja, der vor ein paar Jahren dann auch mal gesagt hat, die besten deutschen Nationalspieler müssen beim FC Bayern spielen. Wir haben ein paar, aber auf lange Sicht gesehen noch nicht genug. Daran wollen wir natürlich auch arbeiten. Ja, wir müssen Meister werden. Wir haben jetzt den ersten Pokal gewonnen. DFB-Pokal dürfen wir auch nicht rausfliegen, sonst sieht es düster aus für mich. Ja, und dann würde ich sagen, sind das die Ziele für dieses Jahr. Ja, und genau. Ich gehe jetzt zur Mannschaft und später noch in die Sauna. Danke.